Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher. Wir sind hier gerade in... Wie heißt denn der Ort hier? Weltkarte? Entschuldigung. Königliche Burg Wysima, genau. Wysima. Wir sind kurz vor einer Audienz beim Kaiser. Haben uns hier schick gemacht. Und genau, jetzt geht's weiter. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ich schätze schon, ja. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin kein Wildschwein, ich kann mich verneigen. Bitte sehr. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Rechtes Bein nach vorne, linke Hand auf die Brust. Warte, das war die linke Hand auf der Brust. Nee, die rechte Hand auf der Brust. Dann war es das zweite hier, ne? Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Okay. Imgrimi eb art kerser, deit wenn adan in karn eb morwut, em hier war em reis. Verneigen. Nicht verneigen. Eure kaiserliche Majestät. Arrea ebto orde. Evelien, namin wat gern wavort. Da haben wir den Typen hochgenommen. So viele Monate an Foltestshof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Warum ich? Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, nicht Motivation. Ich tue es nur fürs... Das ist doch dieses Mädchen, mit der wir im Traum geübt haben, ne? Das hat man jetzt nicht sofort erkannt. Aber glücklich schaut sie nicht aus in dem Kleid. Ich brauche meine Informationen. Ich tue es fürs...
Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Ich habe mir da jetzt einen riesengroßen Thronsaal vorgestellt, aber das ist ja wie so ein Büro. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Es ist Nachmittag. Ja. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Hildebrand der Zweite, Prinz von Elanda. Man lässt mich hier nicht nur wie einen Wittsteller warten. Das ist der Thronsaal? Oh, zumindest ein bisschen so. Ich weiß gar nicht, wie ich zuhören soll. Hier reden so viele Leute. Ja. Schaut schon geil aus hier. Esekliti? Penvre Brenegard? Enselfe den Gardfre Esseplenten eb Nord Marche. Enselfe den Sichiat Hefid, das wir kennen, Welle de Tumewe. Im Herodre Kaiser Wandreslafje eb Garden Duges Vicuaro. Glenne Esseplasse. Wandre Gallo Esse Nackwasse. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. So möge es sein. Schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Sprich mit Yennefer. Wo ist Yennefer? Sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Wo ist das denn? Ich komme nicht mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selber. Irgendwas zum... Aufnehmen? Darf ich? Weiß nicht. Ich mach's einfach mal. Wechselbelösung. Oh. Licht an. Was haben wir hier? Nix, wirklich. Rot. Tabakpfeife. Was führt aus Temerien? Temerien, ein Land, in dem einst Milch und Honig flossen. Womit hat es die Götter so verärgert, dass es so bestraft wurde? Für einige ist Temerien die Perle des Nordens, für andere wiederum eine Galoppstrecke der nilfgaardischen Kavallerie. Ein Land, das zwei Kriege gegen das Kaiserreich überstanden hat. Dort fanden die blutigsten Schlachten statt. In Temerien wurden die schlimmsten Verbrechen begangen. Es war die temerische Bevölkerung, die den größten Teil der Kriegsschrecken ertragen musste. Und wie haben sie ertragen, mutig und unerschrocken, bis zum Tode unseres großen Beschützers, König Foltest. Dann wendete sich Schicksal sein Gesicht vor Temerien ab. Foltest wurde hinterrücks ermordet und hinterließ Temerien keinen würdigen Nachfolger. Und Temerien wurde von allen möglichen Kötern wie ein Stück Aas zerfleischt. Das Land hatte keine Verbündete mehr. Niemand erinnerte sich, dass wir einst der Schutzschild des Nordens vor dem verrückten Tänzer waren, der die Grabsteine seiner Feinde in den Boden eines Ballsaals hämmern ließ. Jetzt gibt es kein freies und unabhängiges Temerien mehr. Eine Sonne mit dunklem Gesicht ragt über jedem Bollwerk auf. Und doch gibt es noch Temerien. Und es wird sie auch immer geben. Solange die Leute den Glauben nicht verloren haben, muss der Thronräuber, der unsere geliebte Hauptstadt Vysima eingenommen hat und die wie sein Eigentum behandelt, ängstlich über die Schulter blicken. Denn in den Schatten lauert nicht nur ein Dolch, sondern die Macht eines ganzen Volkes mit Dolchen, das nur darauf wartet, ihm den Stoß der Gerechtigkeit zu versetzen. Okay.
Interessant. Ja, dann schauen wir weiter. Noch mal Bücher zum Lesen. Ist nichts mehr. Ich lese das mal alles später, aber ich glaube, hier sind noch viel mehr Bücher. So. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Ja, das dachte ich mir schon. Jetzt sind es also schon unsere Agenten, ja, ganz erwachsen. Das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emir ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Was will die wilde Jagd von Ciri? Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Okay, wo wurde Ciri denn gesehen? Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Ja, wenn sie das da, warum soll ich nicht mitkommen? Warum teilen wir uns? Hä? Zeit zum Aufbruch? Warum hast du mich nicht früher kontaktiert? Sondern Zeit zum Aufbruch. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht. Aber ich verstehe es. Mir aber auch die nicht. Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Warum? Wie du willst. Wäre doch besser. Und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du?
Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Okay. Die wilde Jagd. Jetzt weiß ich auch, was das bedeutet. Film mit. Oh Mann. Genau, die wilde Jagd. Ich hab mir schon gedacht, dass das irgendwie. Dass das nicht wirklich bedeutet, irgendwie eine Jagd oder so, sondern. Ein Name für einen Kult oder sowas. Jetzt wissen wir es. Das sind die Typen, die uns da verfolgt haben. Und die auch in einem Traum von Geralt erschienen sind. Jetzt mal alle Bücher von Yennefer klauen. Rostiges Brotmesser. Ich habe ein bisschen Angst vor den Büchern, um ehrlich zu sein. Wie ich das mit dem Lesen mache. Wo sind die? Ich glaube, ich werde in einer Folge mal komplett die ganzen Bücher lesen. Kann ich das mitnehmen? Die Narbe ist gut verheilt. Brief an Yennefer, das können wir mal lesen. Yennefer, meine liebe Freundin, hab Dank für deinen Brief. Vergib mir, dass ich nicht auf deinen kürzlichen Versuch reagiert habe, mich per Megaskop zu erreichen. Ich versuche, meine magische Kommunikation auf das Allernötigste zu beschränken. Man weiß ja nie, wer zuhört, nicht wahr? Bin entzückt, dass du eine Position im Hofe unseres gnädigen Kaisers gefunden hast und wünsche dir viel Glück bei der Suche nach seiner Tochter. Es ist gut zu wissen, dass Emhyrs Pläne für sie etwas, wie sie euch sagen, mondäner geworden sind. Vielleicht ist unter diesen Umständen doch eine Einigung hinsichtlich der Loge möglich. Um deine erste Frage zu beantworten, kann ich zweifelsfrei bestätigen, dass Ciri nirgendwo südlich der Yharugal aufgetaucht ist. Glaubt mir, ihre magische Signatur würde ich im Schlaf erkennen. Ich habe lange nicht mit Triss gesprochen. Ich weiß nur, dass die Lage in Novigrad sich sehr verschlimmert hat. Sie erwähnte, dass sie überlegte, nach Kovir zu fliehen, doch fürchte ich, dass die aktuellen politischen Umstände dies zu einem undurchführbaren Tagtraum machen. Ich hoffe, dass ich bald in Vysima zu dir stoßen kann. Zunächst jedoch muss ich mich um einige unglückliche, doch dringliche Angelegenheiten in Beauclair kümmern. Mit wärmsten Grüßen, Fringilla Vigo. PS, danke für die Neuigkeiten über Geralt. Er landet doch immer irgendwie auf den Füßen, nicht wahr? Ja, das tun wir, ne? So, geht's da lang? Ja, abgeschlossen. Also, jetzt suchen wir die Ciri. Wir haben Yennefer gefunden, sie ist schon wieder weg. Und jetzt suchen wir die Ciri. Unfassbar. Nimm deine Ausrüstung vom Kameraempfang. Okay, mach ich gleich. Hi, kann ich... Moin. Botschafter Va'atre. Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite. Auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam.
Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwin und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid? Sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovid schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwin an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Kettwiner. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Höre ich da einen Unterton der Bewunderung? Höre ich da einen Anflug von Bewunderung? Radovid ist unser Feind, aber ich kann nicht abstreiten, dass er gerissen ist. Er hat uns gelingt und nicht zu knapp. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste, unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrys ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen, von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Wie ist die Lage in Velen? Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Mal schauen. Da kann noch was auf uns zukommen. Was gibt es Neues aus Novigrad? Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander, plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts.
Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Ja. König Bran. Kommt mir bekannt vor. Sonst noch irgendwas? Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Frag mich, inwiefern wir selber Einfluss auf den Krieg haben werden. Also sind wir einfach nur so ein Monster, schlechter, der Aufträge annimmt? Oder werden wir irgendwann mal uns für eine Seite entscheiden müssen und selber irgendwie Krieg beenden? Das sehen wir dann noch. Mal schauen. Ist hier noch was? Schwert gegen Hexen. Perlen des Nordens, Novigrad. Dann. Moin. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sache. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Jo, macht er bestimmt. So. Schauen wir mal noch, was hier noch so dazu ist. Hilfgardische Adlige. Hm? Oh Gott. Gewinnt das Spiel gegen mich. Soll ich? Wetteinsatz. Komm, gehen wir mal ein bisschen höher. Wenn du wetten willst, wähle mit einem Betrag aus. Ich will Karten spielen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe letztes Mal zwar gewonnen, aber war ein bisschen Glück als Stand. Was? Du kannst für jede der vier Fraktionen Nilfgaard, göttliche Königreiche, Monster und... Boah, was ist das für ein Wort? Skoyatel einen Kartensatz zusammenstellen. Verwende 1 und 3, um zwischen den Fraktionen zu wechseln. Zu jeder Fraktion gehören bestimmte einzigartige Karten, die einen bestimmten Spielstil begünstigen. Jede Fraktion hat außerdem einen Fraktionsvorteil. Nilfgaard gewinnt alle unentschiedenen Runden. Nördliche Königreiche erhalten nach jeder siegreichen Runde eine Extrakarte. Skirtel entscheiden, wer die Partie eröffnet. Monster behalten nach jeder Runde eine zufällige ausgewählte Karte auf dem Schlachtfeld. Mhm. Ich glaube, dieses Nilfgaard ist eigentlich ganz schön krass. Gewinnt alle unentschiedenen Runden. Kann ich aber jetzt noch nicht beurteilen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Drücke X, um die Anführer zu sehen, die für die aktuell ausgewählte Fraktion verfügbar sind. Drücke Eingabe, um die markierte Anführerkarte auszuwählen. Hier sind alle Karten, die du besitzt und die mit dieser Fraktion verwendet werden können. Okay. Karten, die sich derzeit im Kartensatz dieser Fraktion befinden, erscheinen hier. Ein Kartensatz muss aus mindestens 22 Einheitenkarten bestehen. Ich habe 21. Er kann außerdem bis zu 10 Sonderkarten enthalten. Du kannst auch mehr als 22 Karten in einem Satz haben, verringert damit allerdings die Wahrscheinlichkeit, deine mächtigsten Karten zu ziehen. Oder die Wahrscheinlichkeit, deine schwächsten zu ziehen. Dein Kartensatz benötigt noch 2 weitere Einheitenkarten, wie von der roten Zahl angezeigt. Warum 2? Eine reicht doch. Du musst 2 Einheitenkarten aus deiner Sammlung links in den aktuellen Kartensatz der Fraktion rechts verschieben. Ich glaube die hier. Oder? Die hier.
kannst du mit Escape das Kartensatzfenster verlassen. Wenn eine Gwyn-Partie ansteht, beginne sie mit Leertaste oder brich sie mit Escape ab. Okay. Wie starten? Dein Gegner beginnt. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue 02. Ich lege eine Karte ab. Leg mal die hier ab. Der Traum eines guten Kommandanten, der Albtraum eines schlechten. Setze die Stärke aller Fernkampfkarten beider Spieler auf 1. Ablegen, lege ich die ab. Ja. Und dann beginnen. Okay, das ist ein Nahkämpfer mit der Stärke 2. Ich schau mal kurz. Ich würde mal den da anwenden. Na toll. Hebt alle Effekte von Wetterkarten auf. Da haben wir momentan keine. Setzt die Stärke aller Nahkampfkarten beider Spieler auf 1. Klopp. Das mache ich. Ach, Idiot. Und jetzt kann ich einen Fernkämpfer. Den ich leider nicht hab. Okay, der ist. Der hat gesessen. Bin ich dran? Gibt alle Wetter-Effekte. Aber wenn ich die 10 einsetze, dann wird der auch auf 1 fallen, ne? Spion oder sowas? Warum ist da auf meiner Feldseite? Nimm mal nochmal so eine Belagerungs- oder Ballistenwaffe anwenden. ...15:13. Ich habe keine Fernkämpfe mehr, das ist jetzt blöd. Mal da drauf. Ach, das waren Fernkämpfe. Oh. Beziehungsweise Belagerungseinheit. Ist ein Zug. Oh, jetzt ist der Effekt weg. Jetzt wird es ein bisschen blöd. Hat gesessen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe ihm irgendwie meine Karte gegeben. Nicht dran? Nee, das mache ich nicht. Schaut schlecht aus. Was schaut schlecht aus? Wie kann ich passen? Na, da hat er gewonnen, oder? Ja. In einem Zug. Suche deinen Nachtziehstapel nach extrem dichter Nebel und spiele die Karte sofort aus. Okay, ich habe keine Einheiten.
Also den hier. Anwenden. Aha. Jetzt wieder 5 zu 1. Und 4 zu 1. Pass mal, ich bin ja eh noch vorne momentan. Der Kaiser wird immer. Ja. Ah, das war aber auch ein bisschen abzusehen. Wir haben vielleicht beim letzten Mal auch keine neuen Karten oder so gekauft. Man kann ja welche bei den Händlern kaufen. Groß geschummelt. Der hat wahrscheinlich auch nichts an. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Der hat wahrscheinlich auch nichts anderes dazu, noch den ganzen Tag hier zu sitzen und Karten zu spielen. Während wir draußen herumlaufen und Monster killen. Ne, rein. Da ist eine Pflanze. Was war das jetzt? Was nicht gleich lesen können. So, gehen wir mal durch. Nimm ich die Leiter da hoch? Moin! Apfel nehmen, darf ich? Oder ist es wieder stehen? Gehen wir hier hoch. Servus! Guten Tag! Mögen die Götter dich schützen! Du musst ein bisschen näher ran. Du schlägst gegen die Luft. Aber, okay. Er will schon wissen, was er da tut. Dumpfes Beil. Es hin, es gewinnt. Mhm. Zier. Rostiges Brotmesser. Kann man euch helfen? Kann man hier was aufnehmen? Auch nix. Nente mire detre. War das nicht der Raum vom König? Vom Kaiser? Esiat en wat gern Geralt. Was ist mit mir? Darian wat gern. Vakelm. Ja, mach ich schon. Wilde Jagd, Jägerhose, geschlossen, scheiße, aber immerhin. Gewinner, oh. Dwe Gladiven, Esiat en wat gern Geralt. Ja, da bin ich, aber ich habe kein Schwert da dran, woher weißt du das? Moin. Kontinentansicht. Läuft durch die Tür. So schnell reisen. Wo muss man da hin? Um deine Karte zu einer beliebigen Umgebung zu öffnen, halte den Mauszeiger über die betroffene Region und drücke linke Maustaste. Okay. Ach du Scheiße. Ich war ein bisschen naiv, was die Karte betraf. Wohl? Ich dachte, die Weltkarte wäre nur das hier. Oh, shit. Okay, da sind wir hergekommen. Kermorhen.
Oh Mann. So, wo muss man denn hin? Zum Galgenhügel. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ah. Na gut. Wähle nördliches Temerien. 5 Tage später. Schaut hier jetzt nicht so blühend aus wie die vorherige Map. Oh Gott. Vielen Dank für den Kauf der Erweiterung. Oh. Deine bisher verfolgte Quest wurde gegen die erste Quest von Hunters ausgetauscht. Wir empfehlen grundsätzlich, die Erweiterung erst mit deinem Charakter auf Stufe 30 zu spielen. Das mache ich. In der Erweiterung Hearts of Stone kannst du einen Runenschmied finden, der mit dem Symbol auf der Karte markiert ist. Dieser neue Handwerker ist der einzige seiner Art. Er stammt aus einem fernen Land und kann sein arkanes Wissen einsetzen, um deine Ausrüstungsgegenstände erheblich zu verbessern. Such ihn auf und sie selbst. Willkommen bei der Erweiterung Blood and Wine. In diesem Modus kannst du alle Hauptquests des Spiels spielen und mit dem Questlevel. Die DLCs machen wir am Ende. Also, ich würde erst gern die Hauptquests erledigen. Ich bin ein bisschen über die Zeit. Ich würde den Cut setzen in der nächsten Folge. Geht's hier auf der neuen Map weiter und wir müssen nach der Questmarker hier. Wie heißt denn die Stadt? Auf jeden Fall in dieses Dorf, um zu einer Taverne am Scheidenweg, genau, wo wir dann bei Infos über Ciri fahren sollen, kriegen sollen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.